Die Thermoprozesstechnik verbraucht riesige Mengen an Energie. Diese Temperaturen werden aktuell erreicht, indem ich einen fossilen Brennstoff verbrenne. Und wenn man tatsächlich die Energiewende gelingen lassen will, dann muss man an diesen Stellen angreifen. Dafür ist eben Forschung da, um die Industrie halt auf diesem Weg zu begleiten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich ist, die industrielle Energiewende kann Realität werden. In Deutschland sehr viel Grundstoffindustrie, das heißt Industrien, die Glas herstellen, die Stahl herstellen, die Aluminium herstellen, die Keramiken herstellen. Dort benötige ich eine Verbrennungsatmosphäre, hohe Temperaturen, eine Flamme, um diese Produkte herzustellen, zu schmelzen, Wärme zu behandeln, zu vergüten und so weiter und so fort. Und da sind wir in Deutschland eigentlich sehr stark. Und typische Prozesse sind tatsächlich dabei um die 1000 Grad. Und wenn man ein Teil auf 1000 Grad erwärmt mit einer Flamme, erzeugt man dabei quasi zwangsläufig ein 1000 Grad heißes Abgas. Und in diesem Abgas steckt etwa 50% der dem Prozess zugeführten Energie. Wir fangen eben an, die Energie über bessere Rekuperatoren oder Wärmetauscher, das wird synonym verwandt, der Begriff, zurückzugewinnen. Und wir bauen diese Rekuperatoren im 3D-Druck. Die ersten Schritte waren einfach normale Strukturen, die man bereits von den Wärmetauschern kennt, mit dem 3D-Druck abzubilden bzw. in einem ersten Schritt zu simulieren. Und da haben wir gemerkt, dass wir mit den klassischen Geometrien, die man kennt, Rohrbündelwärmetauscher in verschiedenen Formen, nicht wirklich vorwärts kommen, sondern nur in minimalen Schritten uns von der Stand der Technik abheben können. Und im Prinzip mussten wir irgendwann wirklich einmal alles, was man bisher hatte, komplett über Bord werfen und komplett neu anfangen zu denken und einfach einen komplett anderen Ansatz machen. Und das ist eben das, was man im 3D-Druck kann. Das war eher eine spontane Idee von mir, als ich gemerkt habe, dass der 3D-Druck eigentlich viel mehr bietet als nur die Konstruktion von klassischen Geometrien. So bin ich eben auf die TPM-Struktur aufmerksam geworden. Unsere Wärmetauscher bestehen aus TPM-Strukturen. Das ist eine dreifach-periodische Minimalfläche. Und was das genau bedeutet, kann ich euch anhand Seifenlauge und ein Stück Draht erklären. Wir sehen hier einen Rechteck und die Fläche zwischen den Ecken liegt in einer Ebene. Indem wir diese Ecken aber zueinander verschieben, erschaffen wir eine dreifach-periodische Minimalstruktur, die sich zwischen den Ecken spannt. Man muss, um einen Wärmetauscher zu bauen, ein zweikanaliges System haben. Und innerhalb der TPMS-Struktur verflechten sich die einzelnen Strömungskanäle zueinander, sodass eben darüber die Wärme besonders effektiv ausgetauscht wird. Wenn man sich an einem Modell vorstellt, dann sieht man eben, dass quasi du an keiner Stelle eine Chance hättest, das zu bohren, zu drehen, zu hämmern oder mit konventionellen Mitteln herzustellen, auch nicht zu gießen, sondern das geht wirklich nur im 3D-Druck. Nachdem wir die ideale Rekuperatorgeometrie ermittelt haben, haben wir das in ein Prototypenbrennersystem überführt und den haben wir dann in unserem Hochtemperaturversuchsofen detailliert untersucht. Wir haben auf dem Prüfstand festgestellt, dass der Wirkungsgrad des Rekuperators wirklich hoch ist. Um das mal in Zahlen zu benennen, liegen wir ungefähr 15% mit dem Wirkungsgrad über aktuell kommerziell gleichwertigen Systemen. Im Hinblick auf die Stickoxidemissionen haben wir tatsächlich auch sehr positive Messergebnisse gesehen. Der zweite wesentliche Punkt ist, wir haben den Brenner so ausgelegt, dass er mit Erdgas und mit Wasserstoff betrieben werden kann. Und zwar auch im direkten Wechsel. Weil das Ziel muss natürlich sein, CO2-Neutralität. Wasserstoff wird eine sehr große Rolle spielen, und zwar in allen diesen Prozessen, die nicht elektrifiziert werden können. Es gibt genug Prozesse, da brauche ich die Verbrennung. Ich brauche eine Atmosphäre, ich brauche eine Flamme, ich brauche halt den Kontakt der Flamme mit dem Gut. Wasserstoff wird gerade zu Beginn der Energiewende nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Und wenn man die Akzeptanz der Industrie für einen Wasserstoffhochlauf generieren will, dann muss man zwischen diesen beiden Brennstoffen hin und her schalten können. Weil das Letzte, was eine Industrie akzeptiert, ist, dass eine Anlage nicht betrieben wird, weil ein Brennstoff fehlt. Und wir haben jetzt es eben geschafft, mit
Wasserstoff die Erdgasflamme nachzubauen. Und das ist deswegen so schwierig gewesen, weil die Reaktion von Wasserstoff deutlich schneller ist als die von Erdgas. Und normalerweise ist die Flamme viel kürzer, viel heißer und ich habe eine Veränderung der Temperatur im Ofen. Und genau das haben wir über unsere zweikanalige Mischeinheit, die wir in dem Projekt entwickelt haben, dann kompensiert. Ohne dieses Forschungsprojekt hätten wir niemals so intensiv in diese Richtung forschen können, weil wir das finanziell uns gar nicht hätten leisten können. Und auf der anderen Seite eine junge, dynamische Mannschaft, die eben einfach auch mal komplett anders denkt. Das sind, glaube ich, die beiden Schlüssel zum Erfolg letztendlich am langen Ende für das Projekt. Wichtig ist jetzt die Umsetzung der vielen tollen Ideen, die in den Forschungsinstituten an den Hochschulen hier in Deutschland entwickelt wurden, in die Praxis umzusetzen. Damit die Mission Wasserstoff in Deutschland erfolgreich ist, müssen wir vor allen Dingen unternehmerischen Mut im Land wieder zusammenbringen. Das heißt, es müssen sich Unternehmen trauen, so wie unsere First Mover, wirklich Anlagen zu installieren, Versuche zu machen und sich auf den Wasserstoffhochlauf vorzubereiten. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr über Energieforschung wissen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal.